Was geht ab, Leute, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen heute weiter mit God of War Ragnarök. Und ja, in der letzten Folge haben wir Tyr gefunden, der sich als mega harte Pussy herausgestellt hat und direkt erstmal vor Kratos weggegangen ist, weil wir ihm Mimir gezeigt haben und weil er genau weiß, dass Kratos ein paar griechische Götter, beziehungsweise alle griechischen Götter auf dem Gewissen hat. Zumindest die wichtigsten. Deshalb ist er abgehauen. Atreus ist ihm hinterhergerannt und wir hatten ein bisschen was zu tun mit ein paar Gegnern, deswegen sind wir ein bisschen hinten dran, aber ja. Alles gut, alles wird wieder gut. Ja, Tyr ist eine mega harte Pussy. Durch. Wir wollen dir helfen. Du kannst uns vertrauen. Beruhige dich. Da ist er. Nicht einfach in Ruhe. Tyr, hör zu, ich schwöre, wir wollen dir nichts tun. Wir wollen dich nur befreien. Geh weg von mir, bitte. Dich in Sicherheit bringen, weg von Odin. Zeigt Gnade. Das ist mein Vater. Wir helfen anderen. Ich gehöre nicht hierher, bitte. Es wird schlimm, wenn er zu uns ist. Bist du kein Soldat? Bist du kein Anführer? Reiß dich zusammen! Mein Sohn hat uns hierher gebracht. Wegen dir! Sinan! Du? Wieso? Du kennst mich nicht. Ich kenne deine Taten. Du halfst den Riesen. Wir revanchieren uns. Wir? Wir gehen jetzt. Kommst du nun mit uns? Hier, die Statue im See hat einen Speer. Du brauchst sicher eine Waffe. An der Stock? Nein. Das ist sehr nett, aber nein. Danke, nein. Aber... Na gut. Ich lief weg, denn ich weiß... nicht immer, was real ist. Manchmal ist da ein... Das ist doch keine Schande, Bruder. Es ist eine wirklich seltsame Zeit. Ihr hört ihn auch reden? Wir müssen heimkehren. Was haben die denn mit dem gemacht, dass der so ein Weichei geworden ist? Spürt ihr das? Ein Wind. Er kommt von hier drüben. Mhm. Vielleicht ist da ein Ausgang. Mit welchen Namen soll ich euch anreden? Ich bin Atreus. Mimir kennst du ja schon. Und das ist mein Vater, Kratos. Wie kommt es, dass ein Spartaner Sohn für die Jötnach spricht? Meine Mutter war die letzte Riesin Midgards. Laufey? Auch sie wollte anderen helfen. Sie ist nicht von Alpha. Es tut mir leid für dich. Ja, leider gestorben, Asche verstreut, alles gemacht. Und dadurch haben wir dich gesucht. Und ich bin mega enttäuscht, was für ein Waschlappen du bist. Verdammte Axt. Hier so ein Riese. Guck dir mal an, wie groß der ist. Und so... Hilfe, der kleine Kratos mit seiner Klingen. Keine Ahnung, also entweder ist der komplett Gehirn gewaschen worden hier in der Mine. Ich bewaffne mich schon mal. Okay, der Mann hat anscheinend doch ein paar Kräfte.
Bitte, lasst mich das tun. Das ist das Mindeste. Ja, genau, das ist auch das Mindeste. Das hätte ich auch noch geschafft. Mein Gott. Also Kratos hätte es geschafft. Hier Odin, um mich zu befreien. Tja, Ragnarök naht. Das wusstest du hoffentlich. Wir dachten, du willst helfen. Er befreit mich, um einen Krieg zu beginnen? Nein. Also Tyr. Schön, dass wir uns wiedersehen. Mimir, was ist dir passiert? Na, ich hab's dir gleich getan. Verrat, ewige Gefangenschaft, abscheuliche Folter durch die Hand des Allvaters. So etwas hattest du nicht verdient. Du etwa? Allerdings hatte ich eine etwas bessere Aussicht als du. Wir fanden ihn auf einem Berggipfel, umschlungen von Baumwurzeln. Um ihn zu befreien, mussten wir, tja, das... Höchst erfreulich. Für alle Beteiligten. Ja. Alles gut? Das Licht, es... ist so lange her. Da vorne ist ein Felsen. Der Schatten wird deinen Augen gut tun. Komm. Du sagst es, Ragnarök. Das heißt, Baldur. Baldur ist tot. Odin schickte ihn auf die Jagd nach einem Riesen in Midgard. Dann traf er auf Kratos. Jedenfalls versprach ich, die beiden zum höchsten Berg der Welten zu bringen, wenn sie mir den Kopf abhacken und Freya überreden, ihn zurückzubringen. Hier. Erzähl von Baldur. Dazu komme ich ja gleich. Es war ja nicht alles Mord und Totschlag. Hey, wir sind wieder am Sumpf. War ja nicht alles Mord und Totschlag. Naja, Mimir hat ein bisschen aufgehübscht, damit hier nicht gleich Kratos immer als der Brutale hergestellt wird. Es war ja Selbstverteidigung. Genau, wir machen das sowieso... Atreus. Ey, diese Viecher. Oh. Genau. Ich wollte eigentlich gar nicht Gabel der Stärke benutzen, aber... Gehen wir ins Wasser. Kommt. Wir müssen weg, bevor noch mehr angreifen. Du hättest den Speer nehmen sollen, um dich zu schützen. Nein. Ich habe der Gewalt abgeschworen. Aber du bist der Gott des Krieges. Das bin ich seit langer Zeit nicht mehr. Wenn Odin Ragnarök beginnt, du würdest wirklich nicht kämpfen? Nicht einmal, wenn ich wollte. Na, ist doch lieb und nett und dafür haben wir uns wirklich einen Arsch abgesucht und den zu holen. Super, Atreus. Klasse. Nice. Ein Typ, der einen Krieg nicht beginnen will. Nice. Naja, vielleicht kriegen wir ihn ja noch umgestimmt. Alter, aber das ist auch ein Riesen. Guck dir mal an. Kratos ist ja schon nicht kleiner. Das ist echt brutal, wie groß die nordischen Götter sind. Wir weiterziehen. Die Wahrheit. Was genau wollt ihr von mir? Ihr sprecht von Ragnarök. Ist das ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Braucht ihr diesen Tyr? Atreus. Ich... Verzeiht mir. Ich bin dankbar für meine Freiheit. Aber wenn ich mit euch in den Krieg ziehen soll, oder schlimmer, euch anführen, dann tötet mich.
Ich kann nicht kämpfen. Es geht nicht mehr. Niemand tötet dich, Bruder. Lieber das als Ragnarök zu erleben. Wir suchen keinen Krieg. Wir wollen nur antworten. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Das macht nichts. Die Riesen vertrauten dir. Diesen Tier brauchen wir. Wir brauchen dich. Na gut. Du Jammerlappen. Ich brauche nur ein bisschen Schlaf. Und eine Mahlzeit. Ihr habt die Wachen getötet, die mein Essen bringen. Na! Wie wär's? Möchtest du jetzt vielleicht weitererzählen? Hm. Die Söhne Thors griffen uns an. Wir töteten sie. Balder wollte Freya töten. Ich brachte ihn um. Du hast ausgelassen, wie wir die Walküren bekämpft und befreit haben. Und dass alle Riesen fort sind. Und dass sie nicht Loki nannten. Und die Schreine und... Riesen sind fort? Als wir nach Jötunheim kamen, waren sie alle... tot. Tot? Glaubt ihr das, Odin? Wissen wir nicht. Ich glaube, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden. Wow, was ist das? Verstärkung aus Asgard. Die Einherjar werden mein Verschwinden gründlich untersuchen wollen. Interessant. Durch den Himmel zwischen den Welten? Odin hat Tricks auf Lager, an die wir nicht mal zu denken. Richtig. Wir landen auch in Nidavellir. Was ist mit den Zwergen? Für solche Bedenken ist es zu spät. Wir müssen gehen. Jetzt. Ah, fuck. Wer darf ich hier nochmal treffen? Also, das würde uns schon helfen, wenn der uns helfen würde. Warte, nehmen wir gleich mal mit. Gut, dass es irgendwie nur ein Valhalla-Kämpfer war. So, wir haben die Suche nach Tyr abgeschlossen. Kontext: Tyr, von allen Mythen und Legenden, die Mimir uns erzählt hat, hat nichts Atreus so sehr inspiriert wie das Leben von Tyr, der einzige Kriegsgott dieses Landes, der sich dem Frieden verschrieb, ein Held nicht nur für die Sterblichen von Midgard, sondern auch für die weit entfernten Länder anderer Götterwelten, die er im Namen der Diplomatie bereiste. Selbst die Jötner verehren ihn, es heißt, aus seiner Hilfe hätten die Riesen verschwinden und den Zorn des Odin zumindest für eine Weile entkommen können. Ich bin mir nicht sicher, ob er so hilfreich für uns sein wird, wie Atreus es gehofft hat. Sei es als Anführer oder als Informationsquelle. Aber vielleicht wird es sich mit etwas Geduld erholen. Wichtig ist vor allem, dass er für seine Leiden kein Krieg und keine Rache fordert. Dafür bin ich dankbar. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist so lange her. Ich hatte seine Schönheit vergessen. Tyr, auf deinen Reisen haben die Riesen je von Loki geredet? Tut mir leid, der Name kommt mir nicht bekannt vor. Die Riesen waren ein sehr verschlossenes Volk. Ergibt Sinn. Wenn ich ausgeruht habe. Der Mann ist echt, naja, kaputt. Ein Baumhaus. Oh, Tyr, du bist am Leben. Ach ja? Ist das so? Er ist nur müde. Ich habe ihm Essen und etwas Ruhe versprochen. Natürlich hast du das. Na, mal sehen, was sich machen lässt. Bitte, tritt nur an. Wir sind gleich da. Ich glaub's ja nicht. Also, können wir besprechen, was wir jetzt machen? Es gibt viel zu bedenken. Wir sprechen morgen früh. Oh, also gut.
Morgen früh. Halt still! Halt still! Ja! Schon viel besser. Danke. Siehst du? Schlaf gut, Tyr. Ich lege mich auch hin. Morgen steht viel an. Also, Tyr, dir wurde wohl einiges versprochen. Dann wollen wir dich mal unterbringen, ja? Komm einfach mit. Hey, schaut euch mal an, was ich für euch habe. Ich gehe davon aus, dass das niemanden stören wird. Ich kümmere mich manchmal. Das ist also von Tyr übrig. Hm? Da, wo ich herkomme, würde man sagen, er hat einiges durchgemacht. Einiges ist gut. Haben wir alle. Du bist ja richtig Füllersofisch. Hat er denn was für uns? Wir können auf jeden Fall was verkaufen. Artefakte und dann... Mal sehen, was ich finden kann. Vielleicht kann ich heute Nacht schlafen. Richtig schlafen. Den Schlaf eines freien Mannes. Ohne Allvaters Auge auf mir. Mal sehen. Weißt du was? Die sind in der Vorratskammer. Ich schau leise nach. Gut, wir besprechen uns mal mit Mimir, was er von der ganzen Geschichte hält. Woran denkst du, Bruder? Ich denke, ich will, dass alles wieder wird, wie es war. Tja, ich würde gerne auf Bäume klettern. Manches ist einfach vorbei. Ich wünschte, Atreus wäre nicht so rastlos. Ich will nur, dass er sicher ist. Ich weiß, Bruder. Doch ihn festzuhalten, bewahrt ihn nicht vor Gefahr. Der Junge ist entschlossen, eigene Fehler zu begehen. Und ich fürchte, Tyr wird einer davon sein. Ich sah noch nie, dass jemand derart gebrochen war. Sein Schmerz ist frisch. Du erwartest zu viel. Ja, mag sein. Dumm, dass Freya dich immer noch töten will. Sie wäre als Verbündete gut. Das ist keine Option. Nein, ist es wohl nicht. Kannst du nicht schlafen? Schleich dich nicht so an mich heran. Ich muss in Midgard was tun. Was? Ohne mich? Ich dachte, wir sind Partner. Sind wir? Ich war nicht sicher, ob du mit willst. Ich besuche eine alte Freundin. Oh, verstehe. Oder möglicherweise auch nicht, wenn man bedenkt, dass sie entschlossen ist, sich umzubringen. Das würde sie nicht. Also, ich finde es toll, dass du nur das Beste in jedem siehst. Wirklich. Und ich will, dass du weiterhin so denkst. Aber dafür darf dich auch keiner umbringen. Wir brauchen sie. Das ist es wert. Ist es das? Oh, wir spielen. Mit einer Alternative. Etwas weniger Riskantes, das dir aber vielleicht Antworten liefert. Wovon redest du da? Ein alter Freund, den du schon länger nicht gesehen hast. Ein sehr riesiger Freund. Jörmungandr, hast du ihn gefunden? Warum zeige ich es dir nicht? Liegt auf dem Weg zur rachsüchtigen Göttin, die dich tot sehen will. Also haben wir Zeit zu entscheiden, nicht dorthin zu gehen. Also, weißt du, wo Freya ist? Nein, nein. Ich meine ja, aber... Reden wir erst mal mit der Schlange und dann bringe ich dich nicht zu Freya. Wie klingt das? Ich weiß nicht, ob die Schlange so lieb und nett ist. Außerdem brauchen wir dafür nicht Mimir. Oder kann Atreus jetzt plötzlich das, die Sprache von Jörmungandr? Also, es halt, würde mich halt misswundern. Atreus ist ein richtiges Snitch irgendwie im Moment, ne? Also, er belauscht seinen Vater. Und sein Vater will ja prinzipiell eigentlich nur das Beste für ihn und. Ich finde es zwar cool, dass wir ihn jetzt mal spielen können, aber trotz alledem, voll die Schnitt. Und er haut schon wieder ab.
deinen Schlüssel von Yggdrasil hast. Ich bin wohl ohne meinen aufgebrochen. Hast du es so schnell satt, Gäste zu haben? Was? Nein. Ich kann nur etwas frische Luft brauchen. Mehr nicht. Tja, hoffentlich magst du es kalt. Sollen wir an deiner Hütte vorbeischauen? Wird uns dein pelziger Freund diesmal begleiten? Nein. Ich wollte es dir sagen. Fenrir ist tot. Oh. Tut mir sehr leid, das zu hören. Im Vergleich zu anderen Wölfen war er sehr sauber. Danke. Ich würde dich ja umarmen, aber warum sollten wir unser Trauma noch vergrößern? Mich würde mal interessieren, warum Fenrir so krank geworden ist. Ob das damit was zu tun hat, dass er mit Atreus die ganze Zeit rumgezogen ist. Na, ich habe was Schlimmes beim Helheim-Turm gerochen. Kennst du den Weg noch? Yep, an den Ruderern vorbei. Aber deshalb glaubst du, Jörmungandr ist dort? Ich weiß, was ich gerochen habe. Tja, ist wohl viel passiert. Ich brauche Antworten. Ich weiß nicht, ob du Antworten finden wirst. Ich meine, Sindri ist zwar jetzt nicht blöd oder so, aber man sollte nicht vergessen, dass du schon wieder gegen deinen Vater gehst. Aber naja, wer hat das nicht gemacht als Teenie? Eine Truhe. Sei still. Wie er es probiert hat, wie Kratos und dann voll sich wehgetan hat. Also, was war los? Also, Vater hat gesagt, ich habe gezaubert, als Fenrir starb. Aber ich weiß nicht, wovon er da spricht. Zufällige Magie? Das ist beunruhigend. Der Aufzug ist kaputt. Es war nicht nur zufällige Magie. Ich habe mich in einen Bären verwandelt. Einen Bären? So richtig mit Saber? Ja, doch ich verlor die Kontrolle. Niemand weiß mehr über Magie als Freya. Sie könnte helfen. Aber nicht über Riesenmagie. Gut, dann auf deine Weise, Sin. Eine riesige Giftschlange ist bestimmt viel sicherer. Sie ist giftig? Ja, sie ist giftig. Schieß aufs Fass. Da ist auch Klingstein dran. Oder nicht? Zerbrochene Rune, wenigstens was. Versperrt. Wie ist der Arm von Tyrs Statue hier gelandet? Finde einen Weg da durch und ich erzähl's dir. Bin dabei. Ich weiß, wie er da gelandet ist. Es ist Klingstein. Aber der Weg ist noch versperrt. Und ich sehe keinen mehr auf dieser Seite. Moment, ich sehe mich mal um. Vielleicht brauche ich einen anderen Winkel. Siehst du den Klingstein, Arm also? Dein Vater schuldete Thor Blutgeld. Und naja, er hat's bekommen. Wow. Tolle Geschichte. Ja. Ist es wahrscheinlich, dass das wieder passiert? Plötzliche, unkontrollierte Bärenrandale? Keine Ahnung. Wir haben Besuch. Gibst du mir Deckung? Die sind buchstäblich aus Dreck. Ich fass sie nicht. Er sagt, du musst sie anfassen. Mir gefällt, wie du denkst. Wird schon schief gehen. Der kann ja sogar was. Etwas Hilfe wäre gut. Na gut, ja. Nimm das, du fieser Steinhaufen. Weg von dir. Raus, Silvi. Harte Worte. Es wird ihn treffen. Schon gut, schon not gut. Not bad. Geduld. Gut, dass er finishen kann. Ich
Hey, Sindrio! Ab dafür. Danke, dass du so viele Sachen aus deiner Trickliste geopfert hast. Ja, du brauchst Hilfe. Was soll's? Funktioniert noch nicht. Naja, gut. Bisschen einsammeln, Hacksilber ist immer wichtig. Was ist denn das? Bisschen fetzen. Sehr gut, also haben wir das auch ein bisschen. Aber Atreus ist auf jeden Fall jeden Charakter. Der Aufzugschalter ist kaputt. Ja. Du kannst das reparieren, nicht wahr? Oder hat doch dein Bruder das ganze Talent? Vielleicht hat dein Vater die ganze Kraft. Wenn ja. Ich ja sage, bestätigst du damit, dass Brock der Talentierte ist? Was hat der Insel? Auf geht's. Warum machst du dir so viele Sorgen? Ich muss mich einfach um die Leute kümmern, die ich mag. Damit ihnen nichts Schlimmes zustößt. Freya würde mich nicht töten. Und Jörmin Gandalf ist wahrscheinlich gar nicht da. Außerdem mag er mich. Er hat mich nur einmal gefressen. Das hatte ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Tja, wir sind hier. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Tja, er ist weg. Hast du schon mit Rufen probiert? Das Horn haben wir schon versucht. Ich rede aber nicht vom Horn. Ist gar nicht seltsam. Ach du Heiliger. Die ist ja noch größer geworden, glaube ich. Ja, die hältst du auch nicht auf. Sehr nett. Eisenwald. Was bedeutet das?
dass wir nicht herkommen sollten. Gehen wir zurück. Ein gefrorener Blitz? Ja. Willst du es dir ansehen? Nein. So, Jungengarner. Wir haben Jungengarner nicht mehr gesehen, seit Fimbulwinter begann. Ich dachte schon, dass er möglicherweise irgendwie den See der Neuen verlassen hätte. Aber Sindri hatte den richtigen Riecher. Die Weltenschlange wacht auf, als ich rief, aber als ich ihn nach Loki fragte und danach, was ich tun soll, sagte er nur Jarnivir. Nichts Besonderes, nicht besonders hilfreich. Ich habe keine Ahnung, was Eisenwald bedeuten soll, aber es war trotzdem nett, ihn wiederzusehen. Warte mal, können wir die Waffen von den Typen aufklären? Ja, dann machen wir das mal. Ja. Ja, war interessant, ihn wiederzusehen, die Schlange. Naja. Die Tür ist vereist. Vielleicht kann ich... Lässt du mich mal machen. Du hast halt noch nicht die Kraft von Vatan. Ja, komm, Zwerg. Was war eigentlich dein Plan? Zum alten Valkyren-Ratskreis spazieren und hoffen, dass Freya gut gelaunt ist? Na, jetzt da ich weiß, wo sie ist. Ja, genau das werde ich tun. Scheiße. Sag nicht, dass ich geflucht habe. Sein Ego wird unerträglich. Okay. Hey, Baldur hat versucht, sie zu töten. Uns blieb keine Wahl. Ich weiß nicht, ob sie das so sieht. Tja, ich werde sie nicht fragen. Außerdem waren es deine Pfeile. Du hast völlig recht. Und genau deshalb finde ich, wir sollten das nicht tun. Sieht so witzig aus, wenn er das probiert irgendwie. Naja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so eine gute Idee ist, zu Freya zu gehen. Ich meine, die Frau hat ganz schön Hass. Ich meine, prinzipiell nicht auf Atreus, weil der Typ kann dich echt teleportieren. Ich finde das super. Zwar nicht auf Atreus direkt, aber... Aber trotz alledem... Er ist kein Nahkämpfer, ich sag's immer wieder. Warum kann ich da nicht drauf schießen? Okay. Ich habe nichts gesagt. Also Atreus auf jeden Fall kein Nahkämpfer, auch wenn er das hier kann, aber das bringt halt nicht wirklich was, weil so stark ist er dann doch nicht. Bräuchte ein bisschen Lebensenergie. Das war genug Aufregung für einen Tag. Niemals. Wir sind so nah dran. Ja, nah dran sind wir, aber das sehen wir dann in der nächsten Episode. Atreus versucht sich mit Freya zu befreunden, weil Tyr wohl nicht genug für ihn war. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich bin raus und tschüss.